Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Mann gespielt von Mr. Prepper als Demo-Version zu spielen im Herbstspielefestival von Steam. So, der Prolog zum Spiel. Ja, mysteriös. Ich habe mir dazu auch schon so ein paar Vorab-Tests mal angeschaut. Und ja, man bereitet sich auf den schlimmsten aller Tage vor. Nuklearkrieg, wie es hier scheinbar aussieht, und baut seinen Bunker aus, bevor es soweit ist, und darf sich dabei nicht von den Behörden erwischen lassen. Was uns jetzt dieser Prolog zeigt, ist freilich eine andere Frage. Das schauen wir uns jetzt mal an. Tag 0, Mr. Prepper 1. Kann ich da auch einen Namen reingeben? Mr. Prepper und Dax, Mr. Depper. Mr. Prux. Mal gucken. Bin ja sowieso so ein Endzeit-Szenario-Fan. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das hier auch so ein bisschen eine Mischung aus Ernst und Lustig. So, erzählt er uns auch ein Ever bisschen. since Ah. the plague and the change of the government, this town has been unbearable. Solche. Lifeless, filled only with boredom, propaganda, and control. I've tried to escape, and I've failed this time. But I'll find a way. They call me Mr. Prepper. Okay, die Seuche hat versucht zu entkommen. Vielleicht schafft er es das nächste Mal. Es gab einen Regierungswechsel. Und hier ist wohl das kleine Städtchen oder das Dorf, in dem wir wohnen. Wegen dem Fluchtversuch haben wir ihr Fahrzeug konfisziert. Dies ist ein Standardprotokoll. Ah, die Men in Grey sind wohl da und passen auf, dass ich nicht fliehe. Natürlich ist es ihnen auch verboten, ein neues Fahrzeug zu kaufen oder zu registrieren. Die Agentur drückt ihre Hoffnung aus, dass sie es nicht noch einmal versuchen werden, aus Murrikaville zu fliehen. Jetzt wissen wir auch, wo wir sind. Murrikaville. Natürlich habe ich es vor, mich wieder in diese wunderschöne Stadt zu verlieben. Das ist eine lobenswerte Einstellung, Bürger. Von nun an sind sie auch auf Bewährung. Ich werde regelmäßig für eine kleine Inspektion vorbeikommen und nach staatsgefährdenden Aktivitäten und Gegenständen Ausschau halten. Okay, das sind wohl die Kontrollen, von denen ich gelesen habe. Dies ist ein Standardprotokoll. Hätte ich jetzt auch nicht anders vermutet. Bin mir sicher, dass sie Folge leisten und meine Besuche nur eine Formalität sein werden. Gott schütze den Präsidenten. Möge Gott ihn schützen. Immer diese Sprachausgabe. Dies ist ein Tutorial. Lass mich dich herumführen. So, Steuerung. Kamera mit der rechten Maustaste. Okay. Zoomen. Oder WASD. Mr. Prepper mit der linken Maustaste bewegen. Doppelklicken, um zu rennen. Nicht einfach irgendwo hinklicken. Ach doch, ich muss Sachen anklicken, die gehighlightet werden. Okay. Auf irgendein Objekt rechte Maustaste, um zu sehen, was man damit machen kann. Inspizieren. Briefkasten, dein Fenster zur Welt statt dem Internet. Bringt gute und schlechte Nachrichten, wird auch für den Handel benutzt.
So, du bist nach einem Fluchtversuch müde. Verdienst ein Nickerchen. Nickerchen. Okay, das ist offensichtlich mein Haus. Treppe kriegen wir nicht zu sehen. Alles hier im Querschnitt dargestellt. Der ultimative Plan. Natürlich mit Klamotten. Und nicht zugedeckt und ohne Kissen. Okay, da läuft so ein Timer. Und was für eine schöne Schlafmusik. Du bist hungrig. Geh etwas essen. Ja. Geht auch ein bisschen schneller, oder? So, rennen. So, nur essen. Rüben. Ich esse mal ein bisschen Salat. Noch mehr essen. Achso, oben ist meine Lebensenergie. So, halte deine Vorbereitungen hoch. Was erst dein wichtigster Wert? Achso, hier oben. Ihr Vorbereitungslevel. Lies deinen neuen Fluchtplan. So, erstmal wieder hinrennen. Ziel Nummer 1. Überleben. Ziel Nummer 2. Flüchten. Bau einen Bunker. Bau den ersten Raum von meinem Bunker. Herzchen. Okay. Oh, da geht's aber ganz schön weit runter. Gut. Bauen. Mr. Prepper, der Vorbereiter. Okay, achso, das ist immer die Zeit, die es dauert, ob es Schlafen, Bauen oder sonst was ist. So, der erste Raum des Bunkers ist fertig. Du musst eine Leiter für deinen Bunker herstellen. Decke zuerst deine vertraute Werkbank auf. Ich sollte noch einen alten Tisch irgendwo im Garten haben. Deine Werkbank ist ein bisschen rostig. Schau nach, was du brauchst, um sie aufzufrischen. Lässt Gegenstände herstellen. Gut. Inspizieren. Okay. Herstellen. Eine Werkbank. Der beste Freund eines Preppers. Herstellen, zerlegen und Arbeitsmagie. Aber es wäre besser, wenn sie vor dem Agent versteckt bleibt. Was jetzt? Du brauchst etwas Metall und Holz. Nicht ganz offiziell. Hoffen wir, dass die Agentur nicht zerfährt. Kauf von Einheiten Metall. Werkbank-Level. 5 Metall, 15 Holz. Ja, okay. Am Briefkasten offensichtlich. Muss rennen. Handeln. So, Zeit zu handeln. Und nun? Kommt gleich der fliegende Händler. Mach eine Bestellung und hol sie in 2 Stunden ab. Sergei. So, du brauchst Metall und Holz. So. Da
kann man offensichtlich Metall kaufen. So. Was heißt denn etwas Metall? Gehandelt. So, vielleicht noch mal was essen. So, nicht der richtige Zeitpunkt. Ich habe doch Hunger. Noch mehr? So, geh in den Wald und suche etwas Holz. Gut. So, so ein bisschen Survival-Aspekt. Hey. Eine gute Idee, die Baumstämme zu sammeln. Ah, der Geruch nach Abenteuer. Ich bin mir sicher, der Wald ist voller nützlicher Materialien. Fallen sind erlaubt in diesem Bereich. Okay. So, Baumstämme. Hm. Okay. Ich erinnere mich an die guten alten Side-Scroller-Adventures. Aber ist auch mal nicht verkehrt. So. Into the Woods. So, klobig und schwer, aber es lohnt sich, es mit nach Hause zu nehmen. Nehmen. So, drei Baumstämme. So, zurück nach Hause. Wie? Ach da, okay, benutzen. Ups, wieder nach Hause. Immer schön das Atomwarnsymbol über allem. So, was jetzt? Hm? Die Post stapelt sich im Briefkasten von Bob, dem ehemaligen Lehrer. Hat er Urlaub oder so? So, inspizieren. Kann ich da jetzt das Metall rausnehmen? Machen wir einfach mal nach der Reihe. Holz zerlegen. So, wie geht das jetzt? Holz auf die Werkbank ziehen. Ah, ne, hier. Zerlegen. Es wird dunkel und ich habe Hunger. Der Briefträger ist ein wirklich cooler Typ. Na dann. So. Mein Metall. So, er will schlafen, er will schlafen. So, alles nehmen. Das grundlegende Zahlungsmittel in deinem schönen Land. Ein apokalyptischer Dollar. So, ich habe mein Metall. Verbessere deine Werkbank. So, herstellen und zerlegen. Ah, okay. Endlich kannst du eine Leiter herstellen. Mitten in der Nacht. So, um dich zwischen den Ebenen deines Bunkers zu bewegen. Ich will die aber nicht zerlegen. Per Drag and Drop platzieren. Das ist simpel. Okay, es gibt auch Licht. So, Licht. Du brauchst Lampen für deinen Bunker. Dafür brauchst du Glas. Zerlege etwas Glas in deiner Werkbank.
Links Alt und linke Maustaste, um etwas aufzuheben. Dafür ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Was in der Werkbank zerlegen. Was habe ich denn hier? Ein Becher. Okay, wenn man Sachen auseinanderbaut, kann man Rezepte lernen. Und dann kann man die Gegenstände auch jederzeit wiederherstellen. Stelle eine Lampe her. Eine Wandlampe. Ganz cool gemacht bis jetzt. So, für die Benutzung im Bunker. Per Drag and Drop. Ja, viel Licht macht die ja nicht. Will schlafen oder hat Hunger? Das Tutorial hindert mich daran, zu schlafen und zu essen. Es werde Licht. So, du musst vor 3 Uhr schlafen gehen. Warum? Was ist, wenn ich vorher was essen möchte? Nichts zu machen. Achso, kein Nickerchen, sondern wirklich schlafen. Scheinbar alles mit Bewegungsmeldern hier ausgestattet. Gute Nacht. Hat er eigentlich sein Badezimmer? Der musste auch mal duschen oder so. Preparation start. Es wäre gut, wenn ich etwas zu essen hätte. Das Haus ist nicht bereit. Der Agent kommt gleich. Du musst verdächtige Gegenstände verstecken oder nehmen, um und ihm die Tür aufmachen. Verdächtige Gegenstände. Die Werkbank. Mach die Tür auf. Der Agent ist da. Komm. Wobei, man hat auch nur begrenzte Zeit, ne? Doch, da ist der Agent. Ist gar nicht auffällig mit dem Deckel da. So, er prüft auf Anzeichen von staatsgefährdenden Tätigkeiten. Können Sie mir sagen, wo diese Leiter hinterhin führt? Was? Dient sie staatsgefährdenden Machenschaften? Oh oh. Der wohl jeden Tag herkommt? Diesel, Öl, Sprit. Ah, okay. Was macht er denn da? Rechtsklick, zudecken. Ah. Aber das kann ich jetzt nicht mehr, oder? Scheinbar nicht. Was hat er denn für ein Problem? Ultimative Plan. Vielleicht muss ich den noch verdecken. Anschalten, inspizieren, nehmen, umdrehen. Ich komme nur nicht mehr hin. Hm.
Wahrscheinlich ist es jetzt schon zu spät, oder? Ich habe den Inspektor ja schon reingelassen. Verstehe ich nicht. Nickerchen? Tja, oder einen Bunker verstecken. So, weiter. Das geht hier gerade gar nicht mehr vorwärts. Tja, alles nicht der richtige Zeitpunkt. Ah, warte mal. Ich kann doch hier nochmal... Warte mal, kann ich nicht irgendwie ein Spiel laden? Warte mal, zum Hauptmenü. Verdammt, ich verhungere. So, umdrehen. Zudecken. Oh, da ist der Inspektor. Komm schon, schneller. So, nehmen. So, zugedeckt, umgedreht, bless the president. So, und aufmachen. Überprüfung der Legalität läuft. Mal sehen, was wir hier haben. Ein Standardprotokoll, habe ich mir gedacht. So, auf den ersten Blick anständig. Schauen wir uns die Details an. Na, zufrieden? Mr. Inspektor? Untersuchungsergebnis. Fehlende wichtige Gegenstände keine. Verdächtige Gegenstände keine. Verdacht 0%. Nächste Kontrolle. Nicht angegeben. Das war knapp. Ich muss vorsichtiger sein. So, Werkbank im Bunker platzieren. Machen wir. Wahrscheinlich muss ich das jetzt erstmal wieder aufdecken, oder? Aufdecken. Jetzt aus dem Inventar einfach ziehen, oder? Okay, das ist der Bericht. Hier ist die Werkbank. Okay. Okay. Zeit für meinen ultimativen Plan. Lies sein Journal. Ah, okay. Was haben wir denn hier? Na, Ausrüstung mit diversen Dingern. Upgrade von Fähigkeiten. Gut, also es gibt allerhand zu tun. So, ich sollte anfangen, indem ich auf meinen ultimativen Plan schaue.
So, aber ich kann das jetzt nicht zudecken, oder? Doch. Doch. Vielleicht sollte ich das dann immer wieder direkt machen. Das würde helfen, ihn erst umzudrehen. Jawohl. Schaffe eine Nahrungsquelle. Baue ein paar Pflanzen in deinem Bunker an. Zeit, um eine unterirdische Farm anzulegen. Der Agent wäre nicht glücklich, wenn er das sehen würde. Meine Firma, brauchst du? Ja, was brauche ich denn? 5-mal Beete können in der Werkbank hergestellt werden. 5-mal Samenbeutel. Eventuell sind im Haus ein paar zu finden. Okay. Beete, Samenbeutel, aber jetzt will ich aber erstmal was essen. Nicht, dass ich irgendwann sterbe hier. So, Karotten. Vielleicht noch eine Konserve. Ui, ja, das geht gut. Wir behalten mal mein Inventar. So, 5-mal Beet. Mal aufdecken. So, Beete an der Werkbank herstellen. Beete. Erde? Habe ich genug, oder? 1, 2. 1, 2, 3. 4, 5. Und 5 Samenbeutel. Aber ich muss doch bestimmt hier auch erstmal weiterbauen. Dann schon was los hier. Da können wir auch direkt den nächsten Raum noch bauen hier. Sind zwei kleine oder einen großen? Okay. So, was jetzt? Eine Leiter. Geht nicht. Brauche ich Metall dafür. Warte mal, wie viel denn? 3. So, kaufen. Metall kann zerlegt werden. Eine gute Quelle für Materialien. Holzpalette. Okay. So, Samenbeutel. Moment, ich meine, ich hätte schon mal irgendwo gelesen, jemand hat das Demo schon mal angespielt. Da war das Problem, nach den anfänglichen Samenbeuteln konnte man keine neuen mehr finden. Da täusche ich mich gerade. Gut, wir gucken mal. So, wo könnte ich denn hier Samenbeutel finden? So, Buchset. So, die könnte man für Material verschrotten. Holz raus, wenn ich brauche. Ein Stück Möbel. So, nehmen. So, wir nehmen hier mal alles hier. Nehmen. So. Jetzt kann das Radio, das hängt jetzt in der Luft. Da passiert nichts. Niemand hat den Radiostar in dieser Zeitlinie getötet. Na klar. Video killed the Radiostar. Ach, deswegen steht's noch.
Lassen wir das Radio mal da. Was kann der Computer? Das ist alles nur Kram, den ich zerlegen kann. Aber wenn ich nachher sowieso irgendwann im Bunker wohnen möchte, dann brauche ich das Zeug hier oben ja nicht mehr. Da oben fliegt so ein verdächtiges altes Flugzeug rum. Geld! Geld ist gut. Postbote ist da. Was haben wir denn hier? Köder. Wir nehmen mal alles. Keine Samenbeutel. Oh, was haben wir hier? Früher hatte ich mehr, was? Früher hatte ich mehr Zeit zum Austragen, aber heute lesen die Leute nur noch die Wahrheit. Naja, wenigstens ist es besser für meinen Rücken. So, 3, 4. Okay. Wird bald schon wieder dunkel. So, was habe ich denn jetzt im Inventar? Brauche ich nicht 5 Metall? Oder 5 oder 3? Ach, ich weiß nicht mehr. So, auf jeden Fall brauche ich noch Samenbeutel. Salatsamen, Karottensamen. Er ist müde. Könnte man kochen, wenn man will. Einfach ein paar rohe Zutaten mixen und etwas Hitze dazu. Und voilà. Essen. Kochen macht das Essen üppiger. Ah, ich hätte das vielleicht nicht roh essen sollen. Ich verstehe. Holen. Ah, Wasser. Ah. Könnte ein kurzes Nickerchen gebrauchen. Na komm, dann machen wir schnell ein kurzes Nickerchen. 20 Uhr, es wird dunkel. Dann schlaf mal schön. In der Nachbarschaft geht das Licht an. Beete. Warte mal. Erstmal hier wieder aufdecken. So ein bisschen die Optik, also zumindest vom Aufbau her, wie This War of Mine. Ein Spiel, was ich auch nochmal anspielen wollte irgendwann. So, herstellen. So, ein Beet. Warte mal, ich habe schon Beete. Soll ich herstellen? Nee. In einem Beet einsehen. Also muss ich erstmal eine Leiter bauen. Also, eine Leiter. Brauche ich Metall. Lila Becher kann ich bauen. So, Baseballschläger. Wie kriege ich denn jetzt das Metall? Warte mal, wie konnte ich das denn zerlegen? Auf die Werkbank ziehen? Nein. Aufteilen. Ja, kann zerlegt werden. Aber wie? So, Inventar, Konstruktion, Uhrzeit, Entwürfe. So. Wie habe ich das denn vorher gemacht mit dem Auseinandernehmen?
dekorative Dinge. Beete habe ich. Fünf Beete soll ich im Bunker platzieren. Okay, also ich muss auf jeden Fall erstmal die Leiter runter. Ausrüstung, Essen, Materialien. So, Stoff, Erde, Geld. So, es ist ausgewählt. Vielleicht auch mal aufteilen. Du solltest schlafen gehen. Okay. So, zumachen, zudecken. Schlafen gehen. Gute Nacht. Der Inspektor wohl jetzt jeden Morgen kommt. Vielleicht nicht in diesem Regen. So, also was soll ich machen? Ich habe die aufgeteilt. So, nochmal. Okay. Eine Box, die ganz allein ist, kann zerlegt werden. Das ging doch auch bei der Werkbank. Verdammte Axt. Habe ich das vorhin gemacht? Nein, nein, hier aufdecken. So, raufziehen ging nicht. Was ist, wenn ich jetzt inspizieren mache? So, vielleicht jetzt? Ah ja, jetzt geht's. Ich wollte nicht die Erde zerlegen, verdammt. Jetzt fehlt mir wahrscheinlich die Erde für das zusätzliche Beet, wa? Nee. So. So, jetzt wird's was. Eine Leiter. Ich habe kein Glas mehr für Licht, nicht wahr? So, Glas. Auch Glas. Wo ich denn noch Glas her? Hier, Glas. So, Glas. So, zerlegen. So, eine Wandlampe herstellen. So langsam habe ich den Dreh raus. Gar nicht so kompliziert.
So, und die Wandlampe hier unten hin. Na, guck mal, hier ist da eine Tür dazwischen. Mal gucken, kann ich noch eine Lampe herstellen? Jawohl. Blöd, warum ist denn das kein großer Raum hier? Gut, 5 Beete. Mal gucken, wie viel Platz habe ich denn hier unten? So, da gehen jeweils 2 rein. Da braucht schon wieder ein kurzes Nickerchen hier. Gut, wir gönnen ihm das Nickerchen. Nach dem Nickerchen gibt es erstmal wieder was zu essen. Interessantes Spielkonzept. Gefällt mir bis jetzt gut. Wie findet ihr es denn? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben oder eure Beileidsbekundungen gerne mit einem Daumen nach oben dalassen. Ich baue mal noch eine Lampe. Ich erweitere das Ding hier mal ein bisschen. Was haben wir denn hier noch? Das noch irgendwas aus Glas? Eine Box. Was ist das? Kommt Metall raus. Nichts mehr für Glas, ne? Das ist ja blöd. Mal im Müll. Nicht. Okay. Da hier. Meine Vorbereitung ist niedrig. Was bedeutet das? Erstmal was essen. Okay, das erhöht den Vorbereitungslevel etwas. So, mal gucken. So, Lampe zerlegen. So, eine Wandlampe herstellen. Ich habe das Gefühl, dass die Vorbereitung niedrig ist. Wahrscheinlich versaue ich es dann. So, warte mal. So, wir erweitern hier mal ein bisschen. Dann wird das meine Beetetage. Ich hoffe, ich kann da trotzdem noch Leiter durchbauen. Ohnmächtig geworden. Warum? Du warst bewusstlos für 10 Stunden und 51 Minuten. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich war müde und hab gebaut. Oder ich habe zu wenig gegessen und hab gebaut. Gut, dass ich nicht auch noch trinken muss. So, was ist denn hier los? Pflastersymbol? Geschlagen. Harte Nacht, deine maximale Vorbereitung ist niedriger. Der Würfel ist normal, wenn du die Nacht durchgeschlafen hast. Okay. Er kommt dort nicht hin. Ich kann da jetzt aber auch nicht weiterbauen, ne? Das Ding ist da so halbfertig.
Was ist, wenn ich hier drüben einfach... Nö, warte mal. Machen wir wieder weg. So, jetzt habe ich aber keine dritte... Doch, ich habe noch die dritte Lampe dabei. Das ist auch gut. Und dem Drag-and-Drop installieren gefällt mir auch gut. Na, hätte ein bisschen höher sein können. Man kann sie auch noch von in verschiedenen Farben auch noch einstellen. Auch nicht schlecht. So, das fünfte Beet. So, was jetzt Samen pflanzen? Karotten, Salat und Rüben. Gerade was grün? Achso. Oh, man braucht da einen ganzen Haufen Zeug von allem. Okay, also erstmal die Karotten. Sind die denn dadurch jetzt auch eingepflanzt? Ich weiß es nicht. Kann man noch Wasser drauf gießen? Nein, nicht so ohne weiteres. Das lässt sich nicht so einpflanzen. Warum eigentlich nicht? Ja. Also kein Schimmer. Ich bekomme hier nichts weiter im Tutorial angezeigt. So, ich habe auf jeden Fall einen Haufen Zeug gepflanzt. So, warte mal. Essen. Sehr gut. Komm, wir machen noch ein kleines Nickerchen. Aber nur ein ganz kleines. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das Drauflegen der Säckchen da jetzt dafür sorgt, dass da was wächst. Ganz und gar nicht. Ich kann nochmal in den Wald gehen. Ich da nochmal ein bisschen umschauen. Wahrscheinlich werden dann später noch mehr Locations freigeschaltet. Momentan gibt es aber nur den Wald. So, Blaubeeren. Ja, wir können auch so ein bisschen was zu essen sammeln. Was? Seilbahn? Also. Auf die Vollversion warten, damit ich das reparieren kann. Okay. Selbstversorgt. Pflanze die Samen. Also irgendwas habe ich nicht richtig gemacht mit den Samen. Was haben wir hier? So, hier könnte man Fallen aufstellen. Wenn man welche hätte.
Ah, nee, hier kann man weiter langlaufen. Ach, wieder nach Hause. Okay, also ich habe irgendwas nicht richtig gemacht. Das ist mal ganz offensichtlich. So, nehmen. 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 So, klicken wir das doch mal an. Ah. Jetzt kann ich auswählen, was da rein soll. Was? Pflanzen? Schnellpflanzen? Was sind denn meine Samenbeutel? Die habe ich doch wieder aufgenommen, oder? Sag mal. Doch, hier. So, also. Pflanzen. Karotten. Dann bewässern. So. Hier pflanzen wir mal. Pflanzen wir hier Rüben. Hier pflanzen wir auch Rüben. Bewässern. Bewässern. So, jetzt aber. Hier gibt's Salat. Bewässern. Gut, hätte mir einleuchten können. Pflanzen brauchen Wasser und Licht. Ja. Habe ich verstanden. So, Nahrungsquelle gesichert. Ich sollte wieder auf meinen Plan schauen. Ich habe eigentlich auch noch mehr, was ich pflanzen könnte, ne? Habe ich denn Erde für noch ein Beet? Erstmal noch mehr Wasser. So, und dann hierher. Im Laufschritt. So. Hier können wir nämlich auch noch ein bisschen was pflanzen. Und Wasser drauf. So langsam komme ich in den Prepper-Flow hier. Schubsdiwups. So, was sagt da mein Prepper-Plan? Kann ich fliegen. Auto, Flugzeug, Rakete? Nein, das wäre einfach nur verrückt. Danke, dass du die Demo gespielt hast. Wenn du versuchen willst, im Bunker zu überleben und Mr. Prepper Geschichte leben willst, empfehlen wir dir, Mr. Prepper Steam-Seite zu besuchen. Obwohl dies das Ende der Demo ist und der Rest des Inhalts erst in der Vollversion verfügbar ist, kannst du gerne weiterspielen. Kann ich denn hier noch machen? Wenn das Ende des das Ende des Demos ist. Ich könnte darauf warten, ob hier noch irgendwelche Pflanzen entstehen und ich die verkochen kann oder so. Also auf jeden Fall brauchen wir später noch Benzin, also es scheint noch deutlich komplexer zu werden, aber wenn man sich einmal an die Steuerung gewöhnt hat,
Macht's auf jeden Fall Laune. So, ich gehe mal schlafen. Nee, richtig schlafen kann ich nicht. Nicht müde genug. Bunker weiterbauen ergibt auch wenig Sinn. Voilà. Was kann ich denn auf der Werkbank noch bauen? So, ich kann die Werkbank noch aufleveln. Das geht hier nicht. Das Beet habe ich gebaut. Ich kann dekorative Gegenstände bauen, Gegenstände zerlegen. Gut, Fallen stellen und sowas geht noch nicht. Ich könnte mir eine Koje reinbauen, damit ich auch im Bunker schlafen kann. Das wird später sicher mal ganz interessant. Gut, und wahrscheinlich noch eine Holzkiste, um Dinge direkt im Bunker aufzubewahren und einzulagern. Der gibt ja keinen Sinn, wenn ich da immer ins Haus rauf müsste dafür. Ich bräuchte dafür einfach nur Holz. Warte mal, was brauche ich denn für die Koje? Holz, Stoff und Metall. So, was kommt denn hier raus? Da kommt Holz raus. Holz, Plastik, Metall. Wo sind die ganzen Kekse hin? Ich könnte natürlich noch ein bisschen handeln, ne? Kriege ich denn da? Irgendwas, wo Papier raus wird? Metall? Holz? Metall? Holz? Ah ne, Stoff. So, achso, man kann hier die ausgegrabene Erde kann man verkaufen. Okay, ich kriege hier scheinbar nirgendwo Stoff raus. So, jetzt kann ich aber schlafen. Ich möchte gerne noch mal sehen, was mit den Pflanzen passiert. Ja, Mr. Prepper, zum Zeitpunkt, als ich das gespielt habe, noch nicht erschienen. Aber wenn ihr es auf meinem Kanal zu sehen bekommt, könnte es sein, dass es das Spiel schon gibt. Ach, guck mal hier, die Brille. Ach da, da sehe ich, wann wieder eine Inspektion kommt. Aber hier steht Agent. Ich gehe mal davon aus, es ist einfach eine ganz normale Inspektion. Irgendwann werde ich hier wahrscheinlich verhungern. Also egal wie lange ich weiterspiele, spätestens wenn ich nichts mehr zu essen habe. Ich bekomme ja auch keine neuen Samen. Ach, guck mal an. Salat, Rüben, Karotten. So richtig ausgewachsen scheinen die noch nicht zu sein. Werden wir wohl noch ein bisschen warten müssen. So, warte mal. Ob. Karotte, Rübe, Salat. Gibt eine Gemüsesuppe zum Beispiel. Gemüsesuppe, Karottensuppe. Rübensuppe, Bigosch, Hühnerbein, Karottenmarmelade, gegrillte Pute, oh, Blaubeersmoothie? Ach, ich habe ja Blaubeeren gesammelt. Dann machen wir mal einen Blaubeersmoothie. Okay, cool. Geballter Geschmack des Waldes. Damit kann man nichts falsch machen. Dann hauen wir uns das doch mal rein. Joa. Nicht verkehrt, aber eigentlich wollte ich ja hier Wasser holen. So, wie viel Wasser habe ich jetzt? Ich will noch mehr Wasser holen. Kann ich denn nicht mehr holen? Nicht bereit. Warum nicht? Okay, wir gehen erstmal weiter aufdecken. Bewässern. Bewässern. Muss man wirklich eine Menge Zeit und Muße investieren, dass man sich da auch ernähren kann.
Aber schon gut, dass denen hier die Grubenlampe reicht. So, jetzt muss ich aber neues Wasser holen. Also man muss immer mal die 5 Einheiten erstmal aufgebraucht haben, offensichtlich. Nicht bereit. Aber warum nicht? Hauptquelle für Wasser. Aber warum nicht bereit? Und hier kann Benzin gelagert werden. So, was haben wir hier noch? Eine Kiste. Leicht zu zerlegen, gibt Holz. So, hier sind noch Boxen. Pfanne. Becher, Schüssel. Ah, jetzt geht's wieder komisch. Also, dann mal wieder hier runter. Laufschritt, Marsch, Marsch. Pflanzen wohl auch einfach eingehen oder nur nicht weiter wachsen, wenn sie nicht genug Wasser haben. Und viel Licht ist hier drin ja nicht. Ach so. Hier direkt unter der Lampe geht's besser als weiter entfernt von der Lampe. Also müsste ich in diese kleinen Räume zwei Lampen reinbauen. Oder ein stärkeres Licht. Gut, aber das müssen wir jetzt nicht mehr abwarten. Wir wissen jetzt im Grundprinzip, wie Mr. Prepper funktioniert. Eine spannende Geschichte. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr, muss ich sagen. War jetzt doch ein bisschen zu schnell mit der Demo zu Ende. So, was haben wir noch in der Vollversion? Raumupgrades, Wasserversorgungssysteme, Energieversorgungssysteme, verschiedene Landwirtschaftsarten, Bergbau, vollständige Story und Questsystem. Ja, und das sei nur der Anfang. Ich bin gespannt, ob ich selber weiterspiele oder nicht, oder mir hole oder vielleicht bekomme. Warten wir es mal ab, auf jeden Fall. Das wäre eins der Spiele, was ich mir durchaus mal näher ansehen würde. Hier links oben sehen wir ja auch einiges an komplexen Anlagen, die da im Bunker schon gebaut worden sind. Und wie ich mir gedacht habe, alle paar Meter die Lampen, damit es auch wirklich hell ist. Das Bergbaugerät ist nicht schlecht da oben. Mammut 03. Und rechts unten, ja, wie ich mir schon gedacht habe, beinahe gesagt Höhensonne, wie heißt denn das hier? Ultraviolettes Licht. Damit die Pflanzen eben ohne Sonne gut gedeihen können. Gut, wenn ihr die nächsten Videos und vielleicht auch nochmal Mr. Prepper, ich weiß es aber noch nicht, kann ich nicht versprechen, nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne auch diesen Kanal und klingelt das Glöckchen, damit ihr, wenn es soweit ist, eine dementsprechende Push-Benachrichtigung erhaltet. Bis hierhin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen.